Zwergenfürst Beast, der Hobnix von ARRR Robots. Hey, rein geschäftlich, weißt du, wie ich mein Mr. Beutelkrabscher, erwiderte Mori. Wir wollen uns auf fettkrasse Suche begeben, weißt, und brauchen halt deine Hilfe. Hey, das ist alles. Ihr braucht meine Hilfe, wiederholte Bingo freudig und mittlerweile feuchten Wangen. Meine Freunde. Ja, ja, sagte Mori, indem er den überschwänglichen Hobnix von sich stieß. Übertreib mal nicht, Alter. Da ist also Drache, weißt, und der hat, nun sagen wir halt, ein Schatz. Genau, hey, ein Schatz. Gold? Fragte Bingo mit tellergroßen Augen. Hä? Wollte Quanin wissen. Ach ja, genau, dem ist korrekt. Gold, das ist gut, Mann. Gold, sagte Mori und warf den anderen Zwergen bedeutsame Blicke zu. Alles klar, hey, oder checkt es hier. Herr Beutelkrabscher hier soll uns dabei helfen, Gold zu klauen. Ja, hey. Korrekt, es geht um das Gold, was wir dem Drachen klauen wollen. Kapiert? Die Zwerge grunzten, einer nach dem anderen, ihr Einverständnis. Also, man meinte Mori wieder an Bingo gewandt. Wir haben halt gedacht, hey, der Plan ist noch nicht so, weißt schon, ausgereift und alles. Aber wir wollen halt dorthin gehen und den Drachen mit unserem ultrakorrekten Gesang ablenken, während du das Gold stehlen tust. Hey, ich schwör, ist voll easy, wo du doch Langfinger bist. Hat man uns jedenfalls gesagt, weißt du, wie ich halt mein? In Bingos Herz quoll über vor zärtlichen neuen Kameradschaftsgefühlen und tief empfundener Liebe. Folglich schluchzte er wie ein kleines Kind und versuchte Mori zu umarmen, ihm sein Herz auszuschütten und zu erklären, dass er immer gefühlt hatte, dass ihn etwas von den anderen Hobnixen unterschied. Von jeher war da etwas gewesen, das ihn von ihnen fernhielt und sie von ihm. Es war nicht leicht, den Finger darauf zu legen, doch gelegentlich hatte er mit seinem Glas trockene Hoppla Martini in der Hand vor seiner Eingangstür gestanden, hatte den allabendlichen Verkehr betrachtet, der sich die Hauptstraße von Hoppla Ahoy hoch über die Brücke in die immer dichter wendende Dunkelheit schob und irgendwie eine große Leere in sich gespürt. Es schien auf einmal so sinnlos zu sein. Die engstirnigen Spießbürgerlichkeit seiner Welt fühlte sich wie ein erstickender, seltsamer Umhang an. Und die ganze Zeit über war das, was er vermisste, was seinem Leben endlich einen Sinn geben würde, hier vor seiner Nase gewesen. Die Zugehörigkeit zu einer Bruderschaft, die für ein gemeinsames Ziel kämpfte. Das Bier, das diesen Gedankengang in Bingo ausgelöst hatte, hinderte ihn leider auch daran, ihn adäquat zu artikulieren und so brachte er lediglich ein echt tolle Kumpels, Hicks, toll, Jungs, hab euch lieb heraus. Also, Mann, fuhr Mori lauter als vorher fort. Wobei er sich gegen die Wand drückte, um die Hobnix-Umarmung zu entgehen. Was geht? Einverstanden mit unserem Plan? Hey, ich schwöre, einziges Problem an der ganzen Sache ist, dass der Schatz einem Drachen gehört. Drachen? Pah, erwiderte Bingo. Vor denen habe ich keine Angst. Das sind doch Insektenfresser, oder? Hey, nein, sagte Mori. Also, so ein Insektenteil ist es nett, weißt du?
Ach, meinte Bingo, indem er wegwerfend mit der Hand durch die Luft fuhr und leicht auf seinen Füßen schwankte. Was macht das schon? Er hatte längst das Stadium alkoholischer Unkoordiniertheit erreicht, in dem es dem Betreffenden zunehmend schwerfällt, mit dem rechten Daumen die Spitze des linken kleinen Fingers zu berühren. Eigentlich hatte er es bereits überschritten und befand sich mittlerweile in einem Zustand, in dem es ihm schwer fiel, auch nur die Ober- und Unterlippe aufeinanderzusetzen. Schmauch der Drache, ließ sich ganz alt vernehmen, der anscheinend gerade aufgewacht war. Ein furchterregender, schrecklicher Anblick, dieser mächtige Lindwurm in seiner unendlichen Trostlosigkeit. Entschrecklich, wiederholten die Zwerge einstimmig. Krass. Das Bier kursierte durch Bingos Herz. Ich bin furchtlos, quietschte er und versuchte auf den Tisch zu klettern. Schmauch der Drache, schwadronierte ganz alt, verzückt. Der schreckliche Schmauch, ein phänomenaler Drache. Pah! Er hustete ein, zweimal, wobei seine Brust in Vibration geriet und ein lang andauerndes Dröhnen von sich gab. Nun holten die Zwerge ihre eigenen Pfeifen hervor. Und bald hing der Qualm in Bingos Honigshöhle so dick, dass man die Raucher vor lauter Rauch nicht mehr erkennen konnte. Außerdem hatte der Rauch, der den Zwergenpfeifen entströmte, ein seltsames Aroma. Diesen angenehm einschläfernden, fruchtig würzigen Hey cool Mann Geruch. Bingo betrachtete die wohlgeformten Ringe, die den Zwergenmündern entstiegen. Ringe, meinte er euphorisch. Außen sind die total hart und rund, Leute. Und in der Mitte, da ist gar nichts. Ist das nicht total abgefahren? Dass sie beides sein können, echt hart und echt weich in der Mitte. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Mit jedem Atemzug entwichen Aufregung und Euphorie aus Bingos Brust. Er legte sich auf den Boden, die Füße auf den Kamingitter und summte mit, als die Zwerge ein weiteres Lied anstimmten. Schmauch der Zauberrachen. Hey, fürchten wir ihn sehr in seinem krassen Zauberbau, dann wären wir jetzt sehr tapfer, Herr. Wir reisen über Erde und reisen über Meer, um dem Drachen in seiner Höhle zu trotzen. Weißt du bitte sehr. Oh ja, hey, das machen wir, das kannst du mir voll glauben. Und ob wir das machen, hey, ich schwör, wir machen das. Wir werden es tun. Ich sag dir doch, wir machen's. Ich halt schon so gut wie erledigt, Mann. Wir sind so schon krass auf Weg dahin. Dieser Drache, hey, weißt du, also ich bin froh, dass ich nicht seine Haut stecken tue. Da fing ganz alt mit einem Mal zu schreien an, indem Irrglauben Mori leise ins Ohr zu flüstern, schrie er. Ich hab's mir überlegt. Warum sagen wir dem jungen Hobnix nicht, wir seien hinter Gold her? Na, wäre das nicht schlau? Gedämpft vernahm er Moris Stimme jedoch nur als undeutliches Gemurmel. Es ist doch so, brüllte er ganz alt, noch lauter als zuvor. Wenn der Hobnix denkt, wir seien hinter einer Ladung Gold her, fragt er nicht nach dem wahren Grund unserer Suche. Versteht ihr? Wieder erklang Maurice Gemurmel, diesmal eindringlicher, aber immer noch unverständlich. Von dem Platz, an dem Bingo lag, konnte er gerade einmal den pyramidenförmigen Umriss des Zauberhuts erkennen, sowie Maurice schemenhafte Gestalt. Der Zwerg stand gebückt da und versuchte verzweifelt, mit dem alten Mann zu kommunizieren. Ich verstehe kein Wort, wenn ihr so nuschelt, schrie ganz alt gereizt. Ich sage ja auch nur, dass das eine gute Möglichkeit wäre, den Hobnix abzulenken. Auf die Weise müssen wir
ihm nicht sagen, warum wir wirklich dorthin im Rauch verhangenen Kerzenlicht erschien es Bingo, als wäre ganz als ihm ruckartig der Hut über den Kopf gezogen worden, was dem jungen Homlings sehr seltsam vorkam. Doch das unwiderstehliche Verlangen nach Schlaf machte schließlich Bingos Nieder sehr schwer und bald schon verschwamm die Szenerie vor seinen Augen.